Ja, so machen wir das erste Mal, dass wir uns da vielleicht mit ein bisschen Glück da in Nordostasien festsetzen können. Und herzlich willkommen zurück bei einer hoffentlich diesmal fehlerfreien Runde Risiko für die PlayStation 4. Der erste Test, ja, war relativ kurz und leider von technischen Problemen geprägt. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass wir in der Liga mal wenigstens mal ein vernünftiges Spiel zustande kriegen. Verbinde mit Ubisoft-Server. Na, wenn das klappt, ist das ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Wir gehen in den Online-Modus. Bitte warten. Und direkt in die Online-Liga. Und beginnen eine neue. Bitte warten. Das Spiel wird jetzt erstmal nach insgesamt 5 Spielern suchen, beziehungsweise meiner Wenigkeit plus 4 Spielern. Und dann legen wir los. Und wir sind auch schon relativ schnell 5 Spieler in der Lobby. Das ist ja schon mal ein positives Zeichen. Jetzt wäre es natürlich klasse, wenn Kenner Grind sich auch noch bereit erklären würde, an dem Spiel beizutreten. Kenner Grind, wie sieht's aus? Ui. Läuft. Synchronisierung. Welcome to the battlefield. Gelber Spieler. Gut. Der gelbe Spieler spielt zuerst. Wir sind grün. Das Spiel teilt jetzt nach dem Zufallsprinzip die Gebiete zu und witzigerweise auch ein Grundkontingent an Truppen. Also auf die Verteilung der Gebiete sowie die Verteilung unserer am Anfang zur Verfügung stehenden Truppen haben wir überhaupt keinen Einfluss. Das ist dann doch recht zufallsgesteuert. Und naja, jetzt gucke ich gerade, wir sind grün. Grün ist irgendwie kacke, ne? Beim letzten Spiel, was ja dann leider aufgrund eines Fehlers abgebrochen wurde, hatten wir uns so schön unten in Australien festgesetzt. Und jetzt hängen wir natürlich mittendrin, ne? Das könnte ein sehr, sehr kurzes Vergnügen werden. Geil ist natürlich echt, wenn man irgendwo unten immer auf so einem Kontinent anfängt, dann kann man sich da erstmal schön verbarrikadieren und ein paar Truppen aufbauen. Aber so. Bin mal gespannt, was er sonst noch so vorhat. Befestigungsphase. Nee, alles klar. Er befestigt sich erst einmal. Gute Wahl. Dadurch lässt er mich nämlich ein Stück weit auch am Leben. Weißer Spieler. Oh weia, und wir kommen erst im übernächsten Zug dran. Auf jeden Fall, das Spielprinzip, es gibt immer drei Phasen. Einberufung, Angriff und Befestigung. Die seht ihr oben in der Mitte. In der Einberufungsphase verteilt ihr eure Truppen, die ihr bekommen habt, auf die jeweiligen Felder. Das sind standardmäßig immer 3 Truppen. Wenn ihr aber gewisse Gebietskarten einlöst, die ihr vorher gewonnen habt, oder ganze Kontinente eingenommen habt, dann bekommt ihr Bonustruppen. Und bekommt also umso mehr Truppen, die ihr auf eure Gebiete verteilen könnt. Wenn ihr diese Truppen verteilt habt, geht es über in die Angriffsphase und ihr könnt dann mit den Truppen, die ihr habt, eben so lange angreifen, wie ihr eben Truppen habt und das machen wollt. Und wenn die Angriffsphase abgeschlossen ist, geht es rüber in die Befestigungsphase und da könnt ihr dann sagen, ob ihr ein paar eurer Truppen von einem Gebiet in ein anderes Gebiet verlagern wollt, um zum Beispiel eine sichere Stellung zu befestigen. Naja, das mal so ganz grob vom Grundprinzip von Risiko, aber das werden wir, denke ich, in den nächsten Spielzügen dann auch nochmal sehen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, umso früher man hier natürlich anfängt, umso vorteilhafter ist das natürlich. Und da das die Verteilung der Gebiete, die Verteilung der Truppen und wer eben mit dem Spiel anfängt, natürlich in diesem Liga-Modus von Risiko alles dem Zufall überlassen wird, ja, kann das natürlich gleich richtig kacke beginnen. Und ich gucke gerade. Also ich habe 3 Gebiete in den USA oder sagen wir mal in Nordamerika zugeteilt bekommen. Was aber auch nicht schlecht ist, ist da drüben hier Japan, also der asiatische Kontinent, obwohl es auch ein sehr großer Kontinent ist, um ihn einzunehmen. Eine richtig geile Startposition ist halt rechts unten Australien. Aber gut, kann man halt nicht beeinflussen. Ja, und ihr habt beim Angreifen 2 Möglichkeiten. Entweder einen klassischen Würfelmodus, in dem eben die virtuellen Würfeln aufs Spielfeld geworfen werden, oder einen automatischen Angriff. Seht ihr oben, Autoangriffschance 99%. Und wenn ihr den wählt, dann habt ihr also wirklich eine sehr hohe Chance. Oder fast sicher.
dass ihr dieses Gebiet dann auch einnehmen werdet. So, der erste Spieler, O'Shurley, hat komplett Australien eingenommen. Das gibt ihm schon mal einen netten Bonus. Also er kriegt auf jeden Fall für die Einnahme eines Kontinents schon mal Bonustruppen. Das ist wirklich ein Riesenvorteil für ihn. Und ich muss mir jetzt überlegen, was ich mache. Starte ich drüben von Japan, von Asien aus? Oder von den USA? Also den nordamerikanischen Staaten. Das wäre vielleicht gar nicht so unclever. Es ist eh ein sauschweres Spiel. Und taktisch verändert sich das von Zug zu Zug. Vor allem, wenn du hier mit 5 verschiedenen Leuten spielst. Bis du wieder an der Reihe bist, haben 4 andere Leute ihre Züge gemacht. Also du kannst fast gar nicht planen, wie das weitergehen soll. Alles klar, X zum Fortsetzen. Wir haben unglaubliche 3 Truppen zum Verteilen. Und diese 3 Truppen werden wir tatsächlich hier auf Japan alle komplett setzen und uns von da aus jetzt mal fortarbeiten. So. Und zwar gehen wir von Japan nach Kamtschatka. Autoangriffschance 99%. Das war einfach. Ich verlage auch meine kompletten Truppen darüber. Bestätigen. Tja. Und befestige mich jetzt erstmal hier. Das reicht mir jetzt erst einmal. Ich kriege nämlich für das Erobern eines Gebietes eine Gebietskarte. Und pro Zug gibt es auch nur eine Gebietskarte, die man bekommen kann. Umso mehr Gebietskarten man sammelt, kann man die später dann alle zusammen einlösen und kriegt dafür dann auch wieder Bonustruppen. Deswegen gebe ich mich jetzt erstmal damit zufrieden und versuche mich jetzt hier mal ein bisschen zu verstärken, weil ich habe eigentlich ein paar ganz gute Gebiete, wo zumindest 3 bis 4 Truppen drauf sind. Mal gucken, wie lange ich die halten kann. Und ich bin mir auch nicht so sicher, wie clever das ist, wie schnell man da wo angreifen sollte. Ich hätte da oben auch versuchen können, die beiden Dreiergebiete im Norden Asiens, da hier Sibirien oder was das ist, anzugreifen. Aber dann hätte ich von meinen Truppen keine mehr übrig gehabt und hätte mein Gebiet wieder nicht verteidigen können. Also das ist wirklich die moderne Kriegsführung. Überall Tücken, überall Verrat. Man weiß es nicht. Tekvot ist an der Reihe. Und eigentlich, ne, der rote Spieler müsste jetzt mal den Australier da unten ein bisschen ärgern. Gut, ist schwierig, weil er da wirklich 5 Truppen zur Verteidigung drin hat. Aber er hat natürlich einen kompletten Kontinent. Das ist natürlich echt geil, ne? Das gibt ihm gleich mal ein paar Bonustruppen. So, Tekvot, was machst du nun mit deinen 3 Truppen? Er scheint sich da in erster Linie zu befestigen. Ja, klar. Die Einzelgebiete holt er sich jetzt mit seiner 5er Armee in Afghanistan. Also richtig weiß er noch nicht, was er tun soll, ne? Oder hat er das Spiel noch nicht gespielt? Das wäre natürlich auch möglich. Tja, Russland oder Mittlerer Osten, man weiß es nicht. Der Mittlere Osten ist gefallen. Gut. Ja, 4 Truppen ist zwar nett, aber jetzt hat er natürlich in Afghanistan, von wo er aus gestartet ist, natürlich auch nur noch eine Truppe zurückgelassen. Somit, ja, eigentlich ein Gebiet, was auch extrem schnell wieder eingenommen wird. Obwohl es am Anfang gar nicht so wichtig ist. Am Anfang ist vor allem wichtig, wenn ich jetzt einfach mal philosophieren darf, als riesengroßer Risikoexperte, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, einfach mal ein paar einfache Gebiete einzunehmen, um Gebietskarten zu bekommen. Weil umso mehr Gebietskarten ihr sammelt, umso mehr Bonustruppen könnt ihr eben am Ende einlösen. Fällt mir gerade so spontan ein. Ist vielleicht gar nicht die dümmste Taktik. Ein richtiger Risikoveteran könnte euch da wahrscheinlich mehr zu erzählen. Aber optisch finde ich das Spiel wirklich ganz nett gemacht. Die Musik bringt natürlich noch ein paar zusätzliche Spannung rein. Dann gibt es noch diese komische KI, die die ganze Zeit im Hintergrund labert. Iris oder Iris. Ja, und rechts unten seht ihr, der Pfarrer verbarrikadiert sich nicht nur in Australien, der wird dann irgendwann demnächst richtig massiv in Südasien einmarschieren. Spieler hat eingenommen Island.
Was macht er nur? Ich denke, dass er nicht mehr allzu viel macht. Ich denke einfach, der wird sich jetzt die Gebietskarte gesichert haben. Um dann... Befestigungsphase. Einfach einen Haufen Truppen später zu bekommen. Genauso ist es. Versucht sich da oben festzusetzen, macht er gar nicht so doof. Alles klar. Wir sind an der Reihe. So, was machen wir nun? Ja, wir marschieren hier ein. Das machen wir hier. Wir haben ja auch noch nicht allzu viele Truppen, ne? Und versuchen uns die beiden roten Gebiete zu holen. Autoangriffschance 91, das probieren wir mal. Wenn es über 90% ist, hat geklappt. 7 Truppen sind übrig. 6 davon ziehen wir rüber ins neue Feld, beziehungsweise geht auch automatisch. Das bestätigen wir auch gleich. Und das Gebiet versuchen wir uns auch noch zu holen. Ah, 77% ist natürlich nicht allzu viel, ne? Tja. 79%, komm, das versuchen wir. Jawohl, ja. Alles klar, da gehört uns schon mal ein großes Gebiet Nordasiens. Und dann würde ich tatsächlich auch sagen, gehe ich nämlich in die Befestigungsphase über. Bestätigen. Wir haben eine Gebietskarte verdient. Befestigungsphase. Ja, so machen wir das das erste Mal, dass wir uns da vielleicht mit ein bisschen Glück da in Nordostasien festsetzen können. Oh, jetzt hat er natürlich China da richtig aufgestockt mit neuen Truppen. Aber wird hoffentlich ein bisschen weiter Richtung Europa durchmarschieren und mich erstmal in Ruhe lassen. Gelber Spieler. Einberufungsphase. Und der gelbe Spieler hatte Südamerika eingenommen, also auch wieder Truppenbonus. Und der rote Spieler ist auf dem besten Weg, Afrika einzunehmen. Und ich habe ehrlich gesagt hier schon noch einige Staaten, um Asien einzunehmen. Also Asien ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, hier schon der größte Kontinent. Somit natürlich nicht optimal. Ich kann jetzt aber auch nicht mit Sicherheit sagen, ob ich nicht vielleicht für den Kontinent Asien vielleicht mehr Bonustruppen bekomme, als der blaue Spieler für Australien. Da werden wir einfach mal drauf achten. Weiße KI. Ah, und die quälenden Minuten. Ach, der weiße Spieler ist eine KI. Siehst du, da habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet, weil ein bis zwei Spieler haben ja leider schon wieder das Spiel verlassen. Jetzt weiß man allerdings auch nicht, wie die KI eingestellt ist. Auf aggressiv, auf ausgeglichen oder auf defensiv. Das sind nämlich die drei Schwierigkeitsstufen, auf die man in einem zumindest offline, manuellen Offline-Spiel die KI einstellen kann. Aber das Spiel gegen den menschlichen Gegner ist natürlich immer eine ganz andere Nummer. Das kennt ihr auch aus anderen Online-Spielen. So, oh surely, here we go. Hier, Kontinent Bonus 2. Also für den Kontinent Australien bekommt er neben seinen drei Standardtruppen, die er verteilen kann, insgesamt zwei Bonustruppen. Und das ist das, was ich meine. Da unten bunkert er sich natürlich ein und wird dann versuchen, in Südasien einzumarschieren. Aber im Moment versucht er einfach mit den Truppen, die ihm weniger wehtun, da oben, einzelne Gebiete zu erobern, um an Gebietskarten zu bekommen. Und wie gesagt, Gebietskarten kann man wieder gegen Bonustruppen eintauschen. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich eine riesengroße Scheiße gemacht habe. Ich habe da oben rechts Sibirien oder was das ist, mit einer Truppe zurückgelassen. Warum habe ich das denn gemacht? Da habe ich ja voll gepennt. Hat eingenommen Großbritannien. Aber es ist die KI und sie hat nur eine Truppe da oben. Ah, da brauche ich jetzt viel Schwein, dass mir in der nächsten Runde nicht was passiert. Das habe ich ja blöd gemacht, siehst du? Da habe ich mir komplett die Ostflanke offen gelassen.